Wir sehen uns auf reitschuster.de. Eigentlich sollten Sie heute jetzt hier um diese Zeit meinen Bericht aus der Bundespressekonferenz sehen und ich verspreche es, ich hätte mich dafür auch noch anständig rasiert. Hab ich jetzt aber nicht mehr geschafft, weil ich mich so geärgert habe, weil ich so entsetzt war, dass ich gesagt habe, du musst dich jetzt gleich hinsetzen, musst jetzt gleich ein Video machen, musst das jetzt gleich sagen, worum geht es? Um die Entlassung von Julian Reichelt als Bildchef. Ich kenne Julian Reichelt, das ist nicht so, dass wir uns nahe wären. Man war mal gemeinsam Kaffee trinken, man hat sich ein bisschen ausgetauscht. In den letzten Jahren wenig oder bis gar keinen Kontakt mehr. Und ich habe durchaus auch mit ihm gehadert, das ist ganz klar. Ich weiß auch, dass es viel Kritik gab innerhalb der Redaktion am Führungsstil. Wo gibt es das nicht? Aber ich muss ganz klipp und klar sagen, der Julian Reichelt hat meinen Respekt. Er hat sich zum Beispiel getraut, für die Achse zu publizieren, was ja heute im links-grün-rosa Mainstream schon ein Grund für eine Exkommunikation ist. Und er hat vor allem knallhart die Regierung kritisiert. Nicht so wie die Bild unter Kai Diekmann, der immer so ein bisschen um die Merkel rumschwänzelte und dann immer das berichtete, in meinen Augen, was die Regierung wollte. Und der Reichelt hat sich da in meinen Augen emanzipiert, ist in der letzten Zeit zu einem richtigen knallharten Regierungskritiker geworden und vor allem auch zu einem knallharten Kritiker der Corona-Maßnahmen. Und was passiert dann plötzlich? Das war schon vor einigen Monaten. Da kommen plötzlich diese angeblichen Frauengeschichten nach oben, angeblicher Machtmissbrauch. Es geht alles um Compliance, wie man das neudeutsch nennt, um Umgang mit Frauen im Wesentlichen, wie er seine Position ausübte. Ich kenne die Vorwürfe im Detail nicht. Drum kann ich mich nicht abschließend dazu äußern. Das wäre unredlich, das muss ich ganz klar sagen. Plötzlich ist da etwas, was wirklich ganz schlimm ist, wo ich dann auch sagen müsste, okay, nach allem, was ich heute kenne, nach dem, was meine erste Reaktion war, da sieht das aber etwas anders aus. Für seine Assoziationen ist ja niemand verantwortlich. Und meine erste Assoziation heute, als ich davon hörte, war Zersetzung. Zersetzung, das ist ein Begriff, ein Fach, das an Stasi-Hochschulen gelehrt wurde, und da ging es darum, wie man Gegner des Sozialismus, wie man die sozusagen unschädlich macht. Das kam mir in den Sinn, ich kann nichts dafür, damit sage ich nichts, ich sage nur, was mir in den Sinn kam. Was aber wirklich sehr auffällig ist, das ist die gleiche Handschrift, genau wie bei Hubertus Knabe, dem großen Kritiker der Stasi, der auch mit ganz ähnlichen Vorwürfen entfernt wurde aus dem Amt als Direktor von Hohenschönhausen, wo er die Stasi-Geschichten aufklärte. Und ich bin ja nun lange im Journalismus, ich habe viele... Ja, und an dieser Stelle war die Speicherkarte voll. Das ist keine Zersetzung, das ist keine technische Diversion, bin ich zumindest überzeugt, obwohl die Speicherkarte eigentlich noch nicht voll sein dürfte. Es war trotzdem sicher meine technische Schusseligkeit. Also ich war in vielen Redaktionen, ich hatte auch einige Chefredakteure und... Stopp! Hier geht es jetzt weiter, aber nicht in diesem Video, weil ich den Zensoren von YouTube nicht den Gefallen tun will, dass ich auf ihrer Plattform hier meinen Inhalt bringe, wo sie dann zensieren können und nicht, wo es von der Gnade von den Zensoren, von diesem Milliarden-Billionen-Konzern abhängt, der im Auftrag oder im Schulterschluss der Bundesregierung zensiert. Deshalb hier der Schnitt. Und es ist wirklich kein großer Aufwand, unten einmal klicken auf den Link, dann können Sie es auf freien Plattformen, auf Odyssee und Rampel weiter ansehen. Ein Klick kostet es Sie, aber es ist doch eine Frage der eigenen Würde und auch der Selbstachtung, dass man diesen Zensoren, die glauben, sie können bestimmen, was wir anschauen dürfen, dass man denen einfach mal zeigt, nein, so geht es nicht und so lasse ich das nicht mit mir machen. Also rüberschalten, würde mich freuen. Gibt auch ein Backstage mit einem Witz und nicht nur ein Witz, es sind sogar zwei daraus geworden. Lassen Sie sich überraschen und noch eine sehr persönliche Geschichte ist auch noch dabei und ein, ja, faktisch ein Stellenangebot an den Herrn Reichelt. Schauen Sie es an, schauen Sie rüber, zeigen Sie YouTube, was eine Harke ist. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns auf Reitschuster.de.